Deutschland braucht Fachkräfte, aber die Fachkräfte von morgen, sie arbeiten jetzt beim Jobcenter und alle Deutschen sollen raus. So oder so ähnlich ist die Logik, doch wer bezahlt eigentlich das Jobcenter? Richtig, du und ich, wir gehen jeden Tag dafür arbeiten, dass dieses Land irgendwie noch ein bisschen weiterläuft, aber ich glaube, die Zeit, die wir noch haben, die läuft uns ganz schön schnell davon. Aber das hier, das müsst ihr gesehen haben. Aber erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Wir sehen jetzt hier ein Musterbeispiel für unsere Zukunft. Deutsche müssen weg von Deutschland und Ausländer hier. Ey, yo, was hast du? Bruder, wir werden alle abgeschoben. Am meisten wir Rumänen, Afghaner und ich weiß nicht mehr wer. Das ist nicht korrekt. Ich hoffe, Deutschland wird abgeschoben. Die Deutschen werden abgeschoben? Ah, und wer bezahlt die Party am Ende? Wer bezahlt die Party? Ja. Wollt ihr später arbeiten gehen oder vom Jobcenter leben? Jobcenter. Warum? Arbeitet nicht gut, arbeiten. Warum? Du kriegst Rückenschmerzen. Ja. Wieso? Daran musst du operieren, nein. Was sagst du? Bruder, Jobcenter, die Beste, die geben einfach Kindergeld. Beste. Ich bekomme im Monat 2000 Euro. Ihr müsst nicht arbeiten gehen. Arbeitet nicht gut. Jobcenter. Wall arbeitet nicht gut. Arbeitet nicht gut. Geht lieber nicht arbeiten. Jobcenter ist eure Hand. Jobcenter hier. Jobcenter macht alles. Wir müssen ein neues Land stellen. Jobcenterland. Das Jobcenter bezahlt alles, oder? Ja, na klar. Richtig, Bruder. 100%. Haus, 100% Jobcenter. Wasser auch. Was? Wow, Leute, also, was soll man dazu sagen? Das Jobcenterland bezahlt alles zu 100%. Boah, ich muss meine Worte wohl überlegt fassen, damit ihr dieses Video auch sehen könnt, aber die werden niemals arbeiten. Die werden niemals arbeiten. Selbst wenn man sie dazu zwingt, sie werden nicht arbeiten. Glaube ich nicht. Und es ist ja schon jetzt so, dass ungefähr 17 Millionen Leute, die sind, die netto dem Staat das Geld in diesem Land und davon die ganze Party am Ende bezahlt wird. Der Rest sind nur Transferempfänger, Umwälzer, Geldverschieber und so weiter und so fort. Ich frage mich, wie lange noch? Jeder, der hier im Spitzensteuersatz angekommen ist, und das ist man schon weit unter 100.000 Euro Jahreseinkommen, wer da nicht auf die Idee kommt, dieses Land zu verlassen, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Also bei mir oberstes Ziel, gehen. Wenn die Niederlande so durchziehen, wie sie das angekündigt haben, na, dann gehe ich vielleicht zuerst mal in die Niederlande. Dort ist ja dann Platz vorhanden, wenn man die jetzt alle nach NRW zurückschiebt. Aber einen habe ich noch für euch, guckt euch den mal an. Ich will irgendwo umziehen. Ich will irgendwo umziehen. Der soll nicht kommen. Nein, echt nicht. Ja, der soll nicht kommen. Der ist aber schon da. Also, tut mir leid für diesen Witz, aber der soll nicht kommen. Ja, der ist aber schon da. Das ist... Also, ich muss mir hier meine Worte wohl überlegt zusammenfassen. Also, überlegen... Die Videos in letzter Zeit werden häufig entmonetarisiert. Das widerspricht meinen wirtschaftlichen Interessen bei diesem Kanal. Und wenn ich meine wirtschaftlichen Interessen hier nicht erfüllt bekomme, dann kann ich euch die Videos nicht machen. Deswegen muss ich so einen Mittelweg finden, dass das irgendwie geht. Habt ihr eine Idee, wie wir das Problem lösen sollen? Wie wir das lösen können? Also ja, alle Ausreisepflichtigen raus. Ja? Schutzgründe überprüfen, ja. Und dann also die Zahlen drastisch reduzieren. Okay, dann gehen wir irgendwo dahin zwischen 2010 und 2013. Da war ja das Migrationsgeschehen noch relativ überblickbar, relativ überschaubar. Dennoch fehlen Arbeitskräfte. Ja, wir haben jetzt 4 Millionen Bürgergeldempfänger in diesem Land, die arbeitsfähig sind. Nochmal 1,5 Millionen Bürgergeldempfänger obendrauf, die erwerbsunfähig sind, macht 5,5 Millionen Leute, denen wir bezahlen monatliche Unterkunft inklusive Strom und Heizkosten. Ja, die Heizkosten auch sehr üppig. Dazu kommt das Taschengeld, was man ja erhöht hat, das Taschengeld, obwohl die Leute arbeiten gehen sollen und dann gingen sie nicht arbeiten, hat man dann ihr Taschengeld erhöht. Super System, Leute, super System.
Aber wenn man dann erwartet, dass es irgendeine Reaktion der Politik gibt, dann kommt die Tagesschau in einfacher Sprache. Und ganz ehrlich, ich fühle mich beleidigt. Hört euch doch das mal an. Und nun zur nächsten Nachricht. Muslime. Viele Tote in Mekka. Der Islam ist eine Religion. Zum Islam gehören viele Menschen. Die Menschen heißen Muslime. Viele Muslime machen einmal im Leben eine Reise. Die Muslime reisen nach Mekka. Mekka ist ein Ort in dem Land Saudi-Arabien. Die Muslime beten in Mekka. Jetzt kommen Bilder aus Mekka. Ja, und die Bilder aus Mekka brauchen wir uns jetzt nicht anschauen. Kurze Mitteilung, bei der jährlich stattfindenden Hadsch, also der Pilgerfahrt nach Mekka, gab es jetzt nach offiziellen Angaben 1.301 tote Pilger, die diese Hitzewelle quasi nicht überlebt haben. Ihr könnt euch die Kommentare unter diesem Video dazu sparen, denn diejenigen, die auf Hadsch fahren, haben meistens teuer Geld dafür bezahlt und das bezahlt in der Regel nicht das Jobcenter, wirklich nicht das Jobcenter. Gibt da Leute, die fahren auf Hadsch, die geben dafür Zehntausende Dollar aus, dass die das machen. Ja, also das sind dann Luxuspilgerreisen. Es gibt natürlich auch das krasse Gegenteil. Es ist jetzt schon irgendwo in Nordafrika, ich blende euch das mal ein, schon ein Minister für Religion zurückgetreten wegen diesen Toten. Aber es ging mir ja vor allem um die Ausdrucksweise der Sprache. Und um jetzt nochmal zu zeigen, wie wahnsinnig sie da oben in ihrem Kopf sind, machen wir hier die Tagesschau in einfacher Sprache nochmal zum Thema Wirtschaft. Wirtschaft. Die Lage ist schlecht. Viele große Firmen in Deutschland haben Probleme. Viele Firmen können nämlich nicht mehr so viel Geld ausgeben. Viele Dinge sind sehr teuer. Das heißt, die Lage von der Wirtschaft ist schlecht. Viele Firmen wollen eine bessere Lage von der Wirtschaft. Viele Firmen sagen, die Politik muss die Lage von der Wirtschaft besser machen. Die Politik muss die Lage für die Wirtschaft besser machen. Die Politik soll einfach aufhören, so unsinnige Regeln zu machen. Aber sollen wir uns das zu Ende anschauen? Könnt ihr das noch ertragen? Ich finde es äußerst schwer. Aber wir schauen noch mal kurz rein. Der Verband von den Firmen hat zu dem Bundeskanzler gesagt, die Regierung von Deutschland soll den Firmen helfen. Der Bundeskanzler ist der Chef von der Regierung. Der Bundeskanzler heißt Scholz. Scholz hat über die Lage von der Wirtschaft geredet. Jetzt kommen Bilder von der Rede. Leute, die Bilder von der Rede könnt ihr sehen in meinem Video von heute Morgen, als Olaf Scholz nach den deutschen Interessen gefragt wird, die er zu vertreten hat in Brüssel, und darauf sind ihm nur europäische Interessen eingefallen. Das Wort Deutsche kommt ihm nicht über die Lippen. Aber dieses Angebot der Tagesschau hier in einfacher Sprache richtet sich an Menschen mit Sprachbarrieren. Dabei ist das mit sich an Menschen mit Sprachbarrieren richten völliger Humbug, ein völliges Alibi-Argument. Es geht hier einfach darum, den Dunstkreis für die eigene Propaganda noch zu erweitern und das vor allem noch in so einem plumpen Stil. Das nennen Sie dann am Ende Qualitätsjournalismus. Das macht dann bitte 18,94 jeden Monat. Ja, ganz mein Humor, abgezockt, ganz einfach. Mehr ist die GEZ nicht, es ist abgezockt. Ich zahle GEZ für mich privat und für meine GmbH. Also nur mal zu dem Thema, man wird nicht doppelt belastet, je nach Fallkonstellation wird man selbstverständlich doppelt belastet. Aber wie ist deine Meinung zu dem Jobcenter, das alles bezahlt? Meint ihr, es helfen Videos in einfacher Sprache mit Tagesschausprechern, um den Migranten zu erklären, dass das Jobcenter auch, jemand muss das auch bezahlen? Ja, aber voilà, alle Deutschen raus! Ja, also Leute, das ist die Zukunft, ja. Und ihr könnt ja mal googeln im Internet. Es gibt ja Städte in diesem Land, da sind die Kinder unter 6 Jahren zu über 50% von Zugewanderten. Das ist die Zukunft. Und das kommt jetzt in großen, großen, schnellen Schritten. Zieht euch warm an, kann man da nur sagen. Ich werde meine Koffer packen und gehen, denn die 30 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre versäumte Politik in diesem Lande, glaube ich nicht, dass sie aufgeräumt werden kann. Auch nicht von einer AfD, auch nicht von einer Werteunion. Es geht nur, wenn sich die Bürger erheben und die Politiker von ihren Stühlen jagen. Aber das sehe ich nicht kommen in diesem Land. Das sehe ich wirklich nicht kommen.
Die Wahlergebnisse zeigen es uns. Der Osten hat verstanden, beziehungsweise der Osten in Deutschland hat bei der Europawahl gewählt wie der Rest von Europa. Das einzig gallische Dorf ist quasi Westeuropa. Die haben noch traditionell gewählt. In allen anderen Ländern gibt es nationalistischere Tendenzen aufgrund der Tatsache, dass man es einfach übertrieben hat. Go woke, go broke, sagen viele. Und ja, die EU, sie war zu woke. Frankreich war zu woke. Überlegt euch mal, Emmanuel Macron, wie er am Anfang da hochstilisiert wurde als Präsident. Ja, hochgeflogen, tief gefallen. Wir werden am Sonntag sehen, wie die Wahlergebnisse sind. Und Präsident Emmanuel Macron warnt jetzt vor einem Bürgerkrieg in Frankreich, wenn die Rechten gewinnen. Er warnt aber auch vor einem Bürgerkrieg, wenn die Linken gewinnen. Er sagt, man solle ihn wählen. Wer hätte das gedacht? Ich bin gespannt auf deine Meinung. Schreib mir einen Kommentar unter dieses Video. Abonniere den Kanal. Abonniere auch meinen Telegram-Kanal, dann verpasst du keines meiner Videos. Heute Morgen war es wieder soweit. Ein Video ohne Benachrichtigung an meine 80.000 Abonnenten. Damit sage ich Danke an alle und schreib mir einen Kommentar. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald.